Ja, zum dritten Teil. Also wenn ich jetzt mal überlege, wie gehe ich denn mit solchen Aufgaben um, wenn es mir um Potenzialunterschiede geht. Erstmal nochmal ganz schnell zu einem Schaltbild. Da habe ich hier Widerstände und hier geht eine irgendwie schöne lange Leitung. Deswegen habe ich die gestrichelt dargestellt, hier auch. Geht wieder zurück zur Spannungsquelle. Dann kann ich mir doch sagen, okay, ich kann von hier bis hier einen gewissen Potenzialunterschied, also eine Spannung messen. Und da mir diese Messspitze hier mehr am positiven Pol liegt, habe ich hier auch einen positiven Pol anliegen, also habe ich hier plus 5 Volt. Gut. Das gleiche hier auch wieder plus 10 Volt. Gut. Bis dahin eigentlich keine Schwierigkeit. Also ich kann praktisch immer zur Spannungsquelle hin, da zu dem entsprechenden Pol, wenn da Minus stünde, dann wäre es eben minus 10 Volt, kann ich immer die entsprechenden Spannungen abnehmen oder messen. Ich kann das auch ersatzweise anders darstellen, indem ich diesen rechten Teil mal hier ein bisschen anders einmale, dass ich sage, der Widerstand, der liegt ja eigentlich nur parallel zu den anderen beiden 5 Ohm Widerständen. Und auch da kann ich von hier bis hier entsprechende positive 10 Volt hier messen oder hier messen, beziehungsweise hier nur 5 oder hier nur 5. Hat jetzt nichts mit den Strömen zu tun, die jetzt hier aufgeteilt durch die beiden Widerstandszweige fließen. Darum geht es nicht. Sondern mir geht es jetzt einfach um das Messen. Das ist jetzt nicht das Problem. Und jetzt zur Aufgabe. Was ist, wenn Folgendes ist? Gucken wir erstmal das linke Schaltbild an. Und zwar ähnlich wie eben habe ich hier allerdings einen Erdungskontakt eingefügt. Das macht man aus verschiedenen Schutzgründen und so weiter, dass man ruhig mal Schaltungen erdet. Und wie sieht es dann mit den Spannungen aus? Na, eigentlich ganz genauso. Das heißt also, wenn ich bezogen auf die Spannungsquelle, deswegen habe ich das blau gemacht, von hier bis hier messe und mir die Erde jetzt komplett egal ist, dann habe ich hier plus 10 Volt oder ich habe hier plus 3 Volt, plus 1 Volt. Weshalb die Widerstände und die Spannungen sich entsprechend verhalten, werde ich wahrscheinlich hier nochmal einen Link einfügen. Könnt ihr euch draufklicken, das wird dann da nochmal genauer erklärt. Gehe ich jetzt nicht drauf ein. Was aber, wenn ich jetzt sage, ich messe von diesem Erdkontakt aus mal hier rüber. Dann sagt man dazu auch, obwohl es eigentlich nur eine Spannung ist, Phi, also Potentialunterschied. Aber ist der positiv, negativ, wie groß ist er und so weiter? Das sei jetzt die Frage. Auch nochmal ein Link dazu, Potentiometer, muss ich mal gucken, ob ich das dann hier unterkriege. Gut, jetzt habe ich diese Schaltung hier mal um 90 Grad nach links gedreht und wir gucken uns die nochmal so an. Das heißt, ich habe hier wieder, ne, nach links gedreht, dann sind meine 6 Ohm hier oben und die anderen beiden Widerstände unten. Und wenn ich jetzt die Messspitzen eines Voltmeters praktisch hier rantippe, ich könnte auch, deswegen habe ich es gestrichelt in hellgrün dargestellt, direkt an den Erdkontakt tippen, denn das sind ja alles verbundene Leitungen, das ist eigentlich egal. Ich gehe dann gleich nochmal drauf ein. Dann kann ich sagen, okay, ich messe also von hier, von diesem sozusagen neutralen Erdkontakt aus, hierhin. Und was habe ich auf der Seite aber anliegen? Den positiven Teil der Spannungsquelle. Also muss hier der positive Pol anliegen. Das gibt solche Voltmeter, die sind ziemlich veraltet, macht man heute nicht mehr. Die haben praktisch einen Zeiger in der Mitte und schlagen nach links oder rechts aus, zu negativ oder positiv. Das bloß mal nebenbei. Da würde mir das Ding also nach rechts ausschlagen und 6 Volt anzeigen. Wenn ich das gleiche jetzt, nehmen wir uns erstmal den kleinen Widerstand ein oben, wenn ich das gleiche von hier nach hier mache, dann habe ich hier den negativeren Teil der Spannungsquelle. Also zeigt mir das Ding nach links ausgeschlagen minus 1 Volt an. Oder wenn ich jetzt wieder direkt an den Erdkontakt tippe und sage, okay, von da bis hierher, dann habe ich hier den negativeren Teil der Spannungsquelle und habe 4 Volt anliegen. Müsste eigentlich klar sein. Jetzt habe ich doch aber, wenn ich jetzt sage, ich tippe nochmal zu dem 1-Ohm-Widerstand, ich tippe hier an, habe ich ja keinen direkten Erdkontakt. Ersatzweise habe ich das mal so dargestellt. Dann würde ich doch mit diesem Voltmeter über den 3-Ohm-Widerstand auch zum Erdkontakt gelangen. Ich habe also praktisch noch 3 Ohm dazwischen. So ist es dann praktisch gemeint. Rein elektrisch ist das egal, ob ich den Widerstand wieder hier einfüge, ne, so wie in diesem Schaltbild hier. Na komm. So wie in die, ach, manchmal kann das nerven, wie in diesem Schaltbild, dann ist das trotzdem hier der negativere Teil der Spannungsquelle und ich habe meine 1 Volt hier trotzdem anliegen, weil ja noch die 3 Ohm dazwischen sind. Ich hoffe, so kann man mit solchen Aufgaben ganz gut klarkommen. Man macht sich immer klar, auf welcher Seite des angetippten, des
der Messspitze ist der positivere Teil der Spannungsquelle und dann kommt man eigentlich ganz gut klar damit. Gut, ich hoffe, das hat geholfen. Ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.